Wheelhelm ist erstmal gefechtsunfähig. Das neue Bike ist dann morgen einsatzbereit, auch mit einem neuen Packkonzept. Tja, Wheelhelm, du wirst erstmal hier geparkt. Der neue Besitzer wird dich dann bald hier abholen. Dann schauen wir mal, ob es wirklich so ist, wie alle sagen, dass ich jetzt quasi einen 7er BMW fahre und vorher einen Golf 2 gefahren bin. Ja, was kann man schon mal sagen? Die ersten Kilometer. Also, die großen Unterschiede, die ersten Unterschiede, die ich so gemerkt habe. Oh, ich glaube, der ist drin. Das war ja total einfach. Das ist ja super toll und einfach. Lama fühlt sich sehr, sehr wohl in der richtigen Natur. Viel, viel wohler als Wheelhelm. Wheelhelm war eher so ein kleines Asphaltfahrrad, das muss man schon sagen. Guten Morgen aus Mutterstadt. Wir gehen hier durch den wunderschönsten Wald, den ich seit langem gesehen habe, spazieren. Es ist super heiß hier im Wald, aber schön erträglich. Gestern gab es ja nun ein bisschen Fahrradprobleme. Wheelhelm ist erstmal gefechtsunfähig. Ich weiß mittlerweile, dass man die Teile, die da kaputt sind, für relativ kleines Geld bestellen kann. Das hilft mir halt im Moment alles nichts, weil ich kann sie nicht einbauen und es gibt hier im Umkreis von, weiß nicht, 40 Kilometern habe ich heute jede Fahrradwerkstatt, die heute mittwochs nicht Ruhetag hat, angerufen. Keine Chance. Ja, das führt halt auch dazu, dass die Reise mit Wheelhelm nicht weitergeht. Ich habe allerdings auch schon in den Bergen, als ich die ersten Bergetappen gehabt habe, gemerkt, dass ich mit meinem Setup ganz schön an die Belastungsgrenzen komme oder weit darüber bin. Das ist auch letztendlich der Grund für die gebrochene Speiche. Ja, deswegen gibt es jetzt den Umstieg auf das Rad, von dem ich schon seit drei Wochen mindestens träume. Ja, das neue Bike ist dann morgen einsatzbereit, auch mit einem neuen Packkonzept, mit anderen Packtaschen, damit ich das Gewicht besser verteilt kriege. Und ich habe natürlich jetzt das Problem, was mit Wheelhelm passiert. Ich weiß es bisher noch nicht so ganz genau. Ich habe ihn jetzt erstmal zum wirklich günstigen Preis bei eBay Kleinanzeigen eingestellt, in der Hoffnung, dass ich da bis morgen einen Abnehmer finde. Ich kann sowieso jetzt nicht mehr sehr viel machen heute, außer eben die eBay-Anfragen beantworten und mal gucken, was im Freundeskreis sich noch so ergibt. Ja, deswegen wandern wir jetzt ein bisschen. Und zwar geht es in den nächstgelegenen Ort, weil Mutterstadt ist ziemlich dörflich. Sehr, sehr dörflich. Und dann fahren wir mit einem 9-Euro-Ticket mal rein nach Mannheim und gucken uns ein bisschen Mannheim an. Und ja, werden wir den Tag schon rumkriegen. Wir lassen uns ja nicht aufhalten. Ich habe gerade einen Anruf erhalten vom lieben Tom, der gute Mann, der mich bei, ich glaube, Fahrradkoch heißt der Laden, sehr gut beraten hat. Und er hat mir gerade mitgeteilt, mein Fahrrad ist fertig. Ich hatte die letzten beiden Tage jetzt ein bisschen Stress, unendlich viele Telefonate. Also, ich habe keine Fahrradwerkstatt hier im Umkreis gefunden, die das alte Fahrrad repariert. Aber ich habe über eBay einen Käufer gefunden, der mir, naja, es ist schon ein ziemlicher Kampfpreis, aber okay, der mir auf jeden Fall das Fahrrad jetzt abkauft. Und das Fahrrad lasse ich jetzt hier bei der Werkstatt stehen
und wird dann von ihm in den nächsten Tagen hier abgeholt. Das Problem ist also auch gelöst. Ja, nächstes kleines Problem. Ich habe beim Fahrradkauf vergessen, dass ich ja zwei Akkus brauche. Ja, aber auch das Problem habe ich gelöst. Ich habe nämlich auch bei eBay Kleinanzeigen jetzt jemanden gefunden im Nachbarort, 15 Kilometer von hier, der genau so einen Akku gerade verkauft. Der hat ihn dreimal benutzt nach eigener Angabe. Und wenn er ihn sechsmal benutzt hat, ist es auch nicht so schlimm. Ja, den holen wir dann also gleich mit dem neuen Gespann ab. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zum Fahrradladen, das neue Gespann zusammenbasteln. Die Ladung muss natürlich noch drauf. Ein bisschen was muss ich da noch schrauben. Ja, aber insgesamt, alle Probleme gelöst. Ich finde es eine schöne Lösung. Ich habe wirklich schon länger mit einem neuen Fahrrad geliebäugelt. Ich weiß, das hätte ich jetzt auch irgendwie reparieren können. Habe jetzt aber die Chance sozusagen genutzt und dann schauen wir mal, ob es wirklich so ist, wie alle sagen, dass ich jetzt quasi einen 7er BMW fahre und vorher einen Golf 2 gefahren bin. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Kilometer und ja, ich freue mich. So, wir haben unser Ziel erreicht. Da wohnt Lama. Lama Kina. So heißt die Gute. Die holen wir jetzt ab. Tja, Wilhelm, du wirst erstmal hier geparkt. Der neue Besitzer wird dich dann bald hier abholen. Ja, dann geht's gleich mit Lama weiter. Lama Kina. Ja, hat trotzdem gute Dienste geleistet. Tatsächlich für das, was ich damit mache, einfach nicht geeignet. Das habe ich eigentlich auch schon gemerkt, als ich das erste Mal das Flachland verlassen habe. Da braucht man dann schon ein bisschen mehr. Ich bin wirklich gespannt, ob Lama das leisten kann, was ich da abfordere. Das ist ja nun mal auch nicht die einfachste Übung, was ich mit dem Fahrrad mache. Aber jetzt geht's gleich los damit. So, tschüss Wilhelm. Danke für alles und so. Sorry dafür, war eher meine Schuld. Makina ist bepackt. Also Lama ist bepackt. Hund ist drinne, Hund ist glücklich. Vielen Dank ans Rathauskoch, Fahrradkoch. Das muss ich noch rausfinden. Ich glaube Rathauskoch. Mega gute Beratung, wirklich geil. Bin richtig zufrieden. Freue mich jetzt auf die ersten Meter. Muss mich jetzt sputen, muss in 50 Minuten beim Akku sein. Das werde ich aber schaffen. Dann geht's jetzt los mit der ersten Probefahrt. Schauen wir mal, was Lama sagt. Hallo Lama. Oh, Lama fährt. Die ersten Kilometer mit Lama liefen erfolgreich. Kleine Mini-Kleinigkeit gab es eben. Das Schutzblech vorne hat ein bisschen im Reifen geschraubt. Das können wir aber einstellen. Habe ich jetzt gemacht. Reserveakku haben wir auch. Der hat zwar nur 500 Wattstunden, aber immerhin nicht die 625. Dafür beim passenden Adapter, dass er hier mit reinpasst. Ja, was kann man schon mal sagen? Die ersten Kilometer. Also, die großen Unterschiede, die ersten Unterschiede, die ich so gemerkt habe. Fangen wir mit zwei negativen Sachen an, weil das sind doch die einzigen beiden. Lama ist laut. Lauter als Wilhelm. Erstens hat Lama eine doppelt so dicke Bereifung, was echt gut ist. Dazu kommen wir ja gleich. Die ist relativ laut, macht relativ laute Fahrgeräusche, Rollgeräusche. Und Punkt 2 ist tatsächlich auch, der Motor ist ziemlich laut. Ich glaube, da ist ein Plastikgetriebe drin, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin. Also hier hört man den Motor, wenn er arbeitet, was er die ganze Zeit tut, wirklich sehr, sehr deutlich. Bei Wilhelm war der tatsächlich ein bisschen leiser. Kommen wir mal zum Guten. Ich kann freihändig, nein, ich kann doch nicht freihändig fahren. Ich könnte aber freihändig fahren, theoretisch, wenn ich es könnte. Also ich bin eben schon mal ein kleines Stück freihändig gefahren, das war jetzt ein bisschen... Grundsätzlich fährt dieses Fahrrad viel mehr geradeaus. Das ganze Gespann fährt sich viel, viel besser. Auch durch die Reifen, da habe ich auch auf ein bisschen loserem Untergrund viel besseres Leben. Ja, und insgesamt sehr, sehr ausgewogen. Der nächste Punkt, der es sofort auffällt, ist sowohl der Lenker, der viel ergonomischer ist, das habe ich auch sehr schnell gemerkt, als auch der Sattel. Wobei ich da jetzt gerade Probleme hatte, da ist mir jetzt gerade alles eingeschlafen. Aber da muss man halt auch erstmal die richtige Position finden. Da geht es auch um Millimeter. Das heißt, ich steige jetzt alle paar Kilometer mal ab und probiere mal Millimeter hoch und Millimeter runter. Empirische Forschung, das kann ich. Das ist das Restaurant zur Aumühle. Die Aumühle, das hier ist die Aumühle. Wunderschönes Ambiente. Allerbeste Käsespätzle, die ich auf dieser Reise bisher hatte.
Das wird sogar das Allgäu schwer haben zu toppen. Ich bin ja wirklich, als ich in Ravensburg gewohnt habe, Käsespätzle verrückt. Da heißt es übrigens Kässpätzle, hier ist es Käse. Du bleibst bitte da drinnen, danke. Richtig, richtig gut. Die Besitzerin hat mir auch gerade ihre Karte in der Hand gedrückt. Ihr werde ich also gleich den YouTube-Kanal schicken. Silvia, wenn du das siehst, lass einen Kommentar da. Lecker war's, vielen, vielen Dank. Fühlt sich sehr, sehr wohl in der richtigen Natur. Viel, viel wohler als Wilhelm. Wilhelm war eher so ein kleines Asphaltfahrrad, das muss man schon sagen. Also hier sowohl Bereifung, Federung als auch Motor machen hier echt mehr möglich. Gut, der Hund ist jetzt ausgestiegen, aber das hier würde jetzt sogar wirklich mit Hund gehen. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Yeah, baby, großes yeah. Nice. Deswegen fahren wir jetzt einmal eine Ehrenrunde um den schönen See. So, nach voller Unterstützung. Erster Gang, Schotter, Hund ist drin. Easy, ne? Wir haben uns auf dem Campingplatz aufgebaut. Der sieht so aus. Tatsächlich ist der Platz ganz schön, wo wir stehen. Der Sonnenuntergang ist auch sehr bezaubernd. Einziger Nachteil ist leider, es gibt überhaupt keinen Strom. Einfach gar nicht. Es gibt einen so einen Stromautomaten, da kann man Geld einwerfen, dann gibt der ein bisschen Strom. Der ist leider defekt. Blöd. Nicht schlimm, ich habe ja den zweiten Akku noch, der ist voll. Und so werde ich dann morgen mal den ersten bis auf Null fahren und dann mal gucken, wo wir stehen, bei wie vielen Kilometern. So 30 Kilometer müsste ich ja noch schaffen. Und ja. Oder ich werde morgen früh, wenn die Rezeption wieder auf ist, das Ding nochmal nachladen, mal gucken. Jetzt ist es erstmal so, dass in dieser Richtung, hört ihr es? Hört ihr es? It is Reggae Music. It's Reggae Music. Und dann gehen wir jetzt mal hin, gucken, was da ist. Wenn da nichts ist, dann gehen wir wieder zurück. Und wenn da was ist, bleiben wir da. Einen wunderschönen guten Morgen. Weiter geht die Reise. Lama ist besser gepackt. Lama hat auch Pflanzi wieder an Bord. Und die da hinten geht es hoffentlich auch gut. Ja, wir haben den gestern den Campingplatz verlassen und ist schon relativ spät, weil ich den halben Tag das gesamte Fahrrad aus- und eingepackt habe. Ladungskonzept ist jetzt aber hoffentlich toll. Geht jetzt ein paar Kilometer heute am Rhein entlang, 50 Kilometer, und ich glaube, wir werden heute Frankreich erreichen. Und dann werden wir da ein bisschen sprechen von die französische Sprache. Ja, das war eher auch kein Französisch. Naja, ich werde meinen französischen Akzent noch trainieren, keine Frage. Ja, gestern Abend hat richtig, richtig Spaß gemacht. Dadurch, dass ich jetzt ja 2-3 Tage raus war, so emotional, und mich erstmal um Fahrradsachen kümmern musste, war halt der Reisespirit ein bisschen flöten. Und wenn bei mir der Spirit flöten ist, dann passiert auch nichts, was Begegnungen angeht oder nette Menschen angeht. Gestern das totale Gegenteil. Ich feierte abends noch auf der kleinen Beachparty nebenan. Hab dann Thomas, Bianca und Esther kennengelernt. Die haben mich auch heute noch mal zum Kaffee eingeladen. Ist aber gar nicht dazu gekommen, weil die haben mich jetzt hier auf dem Campingplatz gerade besucht. Ja, und eine ganz nette syrische Familie kennengelernt, mit der ich gestern noch am Feuer gesessen habe. Mega, mega cool. Ganz nette, liebevolle Menschen, die ich hier getroffen habe. Ja, einzige Problem ist, ich habe jetzt gestern den Akku nicht nachladen können. Es gab wirklich einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu laden. Das heißt, wir sind jetzt immer noch auf Akku 1. Links halten. Der behauptet jetzt, dass er noch 22 Kilometer schafft. Beziehungsweise auf Tour 32 Kilometer. Das teste ich jetzt mal aus. Ich fahre den heute mal wirklich komplett leer. Ja, tatsächlich ernstes Thema. Das ist hier normalerweise halt Wasser, ne? Der Wasserstand in den ganzen Flüssen in Deutschland ist so extrem gering, dass die Schifffahrt hier auch schon sehr eingeschränkt ist. Das heißt, viele Schiffe, wie jetzt gerade, da fährt schon eins,
gerade die ganzen Kohleschiffe, die fahren halt alle halb beladen. Und ja, eigentlich alle anderen Schiffe auch, weil der Tiefgang halt sonst nicht mehr ausreicht überall. Ja, sieht sehr schön sauber aus hier. Ich weiß, dass ich nachher wieder stinke, aber das ist jetzt gerade mal eine richtig gute Idee. Hast du Bock zu laufen? Bei der Hitze? Ehrlich? Ja gut, dann ist es deine Entscheidung, nicht wahr? Jeder ist seines Glückes selber, von ihm der Uhrmacher ist drinne. Jetzt noch 3 Kilometer Reichweite nach 88,5 Kilometern gefahren. Das heißt tatsächlich, Akku, der Große, schafft unter normalen Bedingungen, gestern auch mit ein bisschen Sport und Turbo, weil Gegenwind und keine Lust und mal ausprobieren wollen, echte 90 Kilometer. Das ist echt gut, das ist mehr als meine normale Tagesreichweite. Und dann haben wir noch Akku Nummer 2. Ja, das Akku rausnehmen. Ist ganz einfach. Das Akku einsetzen, bin ich mir noch nicht sicher. Muss mir jetzt aber mal merken, auf welche Seite das ist. Das muss bestimmt so rum. So rum, passt du so rum. Der Trick ist, es passt auch nur in einer Richtung, aber ich glaube, das ist nicht diese. Das ist nämlich dann doch diese hier. Oh, ich glaube, der ist dran. Das war ja total einfach. Das ist ja super toll und einfach. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es falsch gemacht, aber das werde ich noch ein paar Mal üben, dann wird das auch irgendwann besser. Auffahrt, das ist doch super. Mal schauen, ob wir da hochkommen. Oh, das wird knapp. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Keine Traktion. Da reichen. Die Dings ist nicht für Schiebehilfe. Los, schieb. Wir schaffen das zusammen. Also einfach ist das auch nicht, aber wirklich, Lama schiebt. Ich meine, ich rutsche hier selber schon aus. Das ist halt schwierig mit dem Untergrund. Oh, der Campingplatz sieht doch viel sympathischer aus. Danke. Nehmen wir den doch. Der Check-in ist beendet und ich freue mich richtig. Guckt euch diesen schönen Platz an. Das ist alles meins. Vielleicht kommt noch mal ein zweites Zelt, das wohnt dann da. 9 Euro. Hund kostenlos. Ich werde mir jetzt erstmal
Zelt aufbauen. Und dann machen wir mal einen kleinen Umgebungsrundlauf. Mal schauen, wo wir hier überhaupt sind. Genau.